Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier beim Tagesspiegel der digitalen Agenda 2021. Das ist ein Format, wo wir uns stark um das Thema Digitalisierung der Gesellschaft, der Wirtschaft, auch der Politik und Verwaltung kümmern. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank auch an Microsoft, die das ganze Format unterstützen. Die Pandemie hat gezeigt, dass sich Deutschland digitalisieren kann, Schulen, Verwaltung in Teilen und natürlich auch einige Betriebe. Aber sie hat auch gezeigt, dass es noch große Defizite gibt. Gerade im Mittelstand haben wir das gesehen, große Unterschiede. Die großen Player haben das gut gemacht, sind auf einem guten Weg. Die kleineren tun sich schwerer. Oftmals fehlt es an Know-how bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es geht um das Thema Infrastruktur, Datensicherheit spielt eine Rolle. All das, darüber wollen wir heute reden. Und ich freue mich sehr, dass wir hier vier Gäste haben, die zu diesem Thema sehr, sehr viel zu sagen haben. Zum einen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, dann die Vorsitzende der Geschäftsführung Microsoft Deutschland, Marianne Jannik. Und Manuel Höferlin, Vorsitzender der oder Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda von der FDP und noch Frau Scheek. Sie ist, das muss ich ablesen, ist nämlich gar nicht so einfach, Konsortialpartnerin Mittelstand 4.0 des Kompetenzzentrums Berlin und sie ist Geschäftsführerin Institut für Innovation und Informationsmanagement. Ihnen allen herzlich willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Los geht's mit dem ersten Block. Da wollen wir ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und freuen uns da sehr auf einen kleinen Impulsvortrag von Peter Altmaier. Peter Altmaier ist, ich würde sagen, gehört zu den drei wichtigsten Ministern in dieser Pandemie. Neben Jens Spahn und Helge Braun ist er im Prinzip dauerhaft im Einsatz und er ist auch beim Tagesspiegel schon im Einsatz gewesen, vor wenigen Wochen beim Future Mobility Summit. Auch dort ging es um das Thema Digitalisierung. Und überhaupt in seinen ganzen Funktionen in den Kabinetten Merkels, muss man sagen, spielte Digitalisierung immer eine große Rolle. Insofern, wir freuen uns sehr auf den Vortrag von Ihnen und auf die anschließende Diskussion mit Frau Jannik von Microsoft Deutschland. Sie ist lange bei Microsoft und hat sich auch lange, was ich auch sehr spannend finde, mit dem Thema öffentliche Verwaltung und Digitalisierung beschäftigt. Auch das ein großes Feld. Heute geht es vor allem um den Mittelstand und ja, wir sind sehr gespannt. Beide müssen um 11.30 Uhr los. Da haben wir vollstes Verständnis mit vollen Terminkalendern. Deshalb wollen wir keine Zeit verlieren und ich übergebe Ihnen das Wort, lieber Herr Altmaier. Und wir sind gespannt auf Ihren Impulsvortrag. Bitte schön. Ja, lieber Herr Dretbar und liebe alle, die hier zugeschaltet sind, ich gebe mir Mühe, kurz zu sein. Das Thema Digitalisierung ist in der Tat kein neues. Wir diskutieren seit gut einem Jahrzehnt darüber und es ist viel, viel weitergehend als nur die Frage von Video- oder Zoom-Konferenzen. Aber immerhin, es gibt zum ersten Mal seit der Pandemie flächendeckend die Erkenntnis, dass dieses Thema von enormer Bedeutung ist. Wir haben angefangen mit verschiedenen Aktivitäten, wobei immer die Frage ist, wer ist eigentlich im Lead? Ist es der Mittelstand und die Industrie, die ihre Bedürfnisse definieren und uns sagen, was wir als Staat machen sollen? Oder muss es der Staat sein, der Bewusstsein schafft und der Angebote macht? Oder ist es vielleicht eine Mischung aus beiden? Und dann vor allen Dingen, es gibt ganz unterschiedliche Bereiche. Es gibt den großen Bereich der Plattformökonomie, wo wir, wenn es um die großen Plattformen, die jeder kennt, Amazon, Google, eBay, Alibaba, Booking.com, wo wir nicht führend sind, sondern eher so ein bisschen hinterher trotten. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass die USA besser skalieren. Wir haben inzwischen immerhin Get Your Guide mit Johannes Reck mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es gibt die B2B-Plattform, Business to Business. Das ist ganz wichtig, damit die Wirtschaft sich organisieren kann. Und in dem Zusammenhang haben wir festgestellt, dass wir mit Industrie 4.0 vor rund 8 Jahren den richtigen Riecher hatten. Wir haben nämlich erkannt, dass die Digitalisierung der Industrie einen ganz neuen Grad annimmt durch die Digitalisierung, aber auch durch die künstliche Intelligenz. Heute sind wir da schon sehr weit. Wir haben international Standards gesetzt. Und wenn es dann darum geht, beispielsweise bei den Cloud-Lösungen, wo Microsoft mit zu den führenden Unternehmen der Welt gehört und einige andere auch, auch in Deutschland Pflöcke einzurammen, dann haben wir das Projekt Gaia X gegründet, das vor allen Dingen an den Mittelstand sich wendet. Und beim Thema Datensicherheit, beim Thema Datenmigration,
beim Thema Datensharing zwischen Mittelständlern dafür sorgt, dass wir vorankommen und dass wir vor allen Dingen den Mittelständlern helfen, die als Mittelständler alleine nicht die nötigen Mengen an Daten haben. Das ist wichtig alles, insbesondere auch für unsere Hidden Champions. Wenn jemand der einzige Bäcker im Dorf ist, der noch echte, gute, frische Brötchen backt, ist er von der Digitalisierung vielleicht nicht ganz so abhängig wie derjenige, der als Hidden Champion in die ganze Welt exportiert. Wenn der dann nicht mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert, weil er die Digitalisierung verschlafen hat, ist es ein Problem. Um das deutlich zu machen, wir haben jetzt Maskenproduktion nach Deutschland zurückgeholt in der Pandemie. Halbautomatische Masken mit halbautomatischen Maschinen können wir nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren, aber vollautomatische sehr wohl, wo die Digitalisierung ausgereizt ist, und deshalb investieren wir dort. Gaia X hat das Potenzial, eine ganz große europäische Lösung zu werden. Wir haben mit dem Projekt Unterprojekt Catena X für den Automotive-Sektor etwas zur Verfügung gestellt, wovon den OEMs, den großen Autobauern bis hin zu den mittelständischen Zulieferern alle in einer digitalen Kette vereint sind und Synergieeffekte sich herausbilden können. Wir haben Kompetenzzentren eingerichtet für den Mittelstand, 26 an der Zahl, Mittelstand digital. Wir haben mit Digital Now ein Programm gestartet, das mehrfach überzeichnet ist. Wir haben im Bereich der Überbrückungshilfen digitale Investitionen erleichtert und kofinanziert. Und wir haben in anderen Bereichen mit Abschreibungen dafür gesorgt, dass die Veränderungen im Mittelstand weitergehen. Wir haben in den Innenstädten ein ganz besonderes Problem, weil dort der stationäre Einzelhandel auch in der Pandemie nochmal gelitten hat unter der enormen Zunahme des Online-Handels. Und die Frage ist, wollen wir das alles nur unseren amerikanischen Plattformfreunden überlassen oder wollen wir auch erreichen, dass hier mit deutschen Plattformen Angebote entstehen, die es den Mittelständlern ermöglichen, wieder mehr Umsätze in die Innenstädte zurückzuholen. Sie sehen von industrienahen Anwendungen bis zu Anwendungen im Dienstleistungsbereich, von Plattformen über Cloud-Lösungen bis hin zu digitalen Zwillingen, ist es ein ganz großes, umfassendes Feld. Die künstliche Intelligenz, das autonome Fahren werden sicherlich die Welt verändern. Und letzter Satz. Ich war mit einem Google-Vorstandsmitglied vor 3 Jahren in einer Podiumsdiskussion. Und dann habe ich gesagt, maybe you have the web, but we still have the things. Im Internet der Dinge haben wir immer noch die Industrie und haben wir immer noch die Maschinen, auch wenn andere vielleicht beim Internet vor uns waren. Er hat daraufhin gelächelt und gesagt, yes, but perhaps we are going and buy the machines as well, the things as well. Das zeigt, dass die Claims neu abgesteckt werden. Ein Industrieland wie Deutschland kann sich nicht erlauben, einfach nur zuzuschauen. Deshalb haben wir gehandelt und das wird nicht beendet sein mit der Bundestagswahl, sondern wird weitergehen in den nächsten Jahren gemeinsam mit der Wirtschaft, der Industrie und dem Mittelstand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Altmaier. Ein guter Ritt durch alles, was so bisher getan wird. Wir kommen darauf gleich zurück. Ich würde Frau Janik gerne mit in die Diskussion einbeziehen und Sie mal fragen. Herr Altmaier hat am Anfang gesagt, es hätte jetzt während der Pandemie eine flächendeckende Erkenntnis darüber gegeben, wie wichtig das Thema sei. Ist das was, was Sie teilen? Also gibt es im Mittelstand wirklich diese flächendeckende Erkenntnis, dass man sich da bewegen und transformieren muss? Ich denke, wir haben in der Pandemie alle erleben dürfen, dass alle verstehen, wie wichtig der Einsatz digitaler Tools in dieser Zeit war. Wir selbst sind ja in Deutschland ein mittelständisches Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern. Unter unseren 30.000 Partnern sind sicherlich 80% auch mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir sind sehr hautnah dran. Und wir haben erleben dürfen, dass auch in sehr traditionellen Kontexten Unternehmen wie zum Beispiel Miele innerhalb von 24 Stunden Microsoft Teams eingeführt hat und auch in der Lage war, dann Homeoffice anzubieten. Aber
Ich glaube, es ist uns auch allen klar geworden, dass Digitalisierung natürlich viel mehr ist als nur Remote Working oder ein bisschen Kommunikation. Das heißt, die Aha-Effekte, die die Pandemie bewirkt hat, die Pandemie war ja, ist ja quasi wie ein Brennglas gewesen, hat natürlich auch gezeigt, dass darüber hinaus noch einiges zu tun ist. Und vielleicht ein Punkt, Herr Altmaier hat es angesprochen, das Thema, ich glaube auch das Thema Forschung ist im Mittelstand angekommen, wie wichtig Forschung ist für Innovation. Aber es ist uns allen klar, dass die, und Herr Altmaier hat es auch gesagt, dass die, das große Potenzial der Digitalisierung noch zu heben ist. Das heißt, wenn wir uns in der Fertigungsindustrie anschauen, die Möglichkeiten, Maschinenanlagen zu vernetzen, IoT ganz anders zu nutzen, Edge Computing, künstliche Intelligenz und all diese Anwendungsmöglichkeiten, da denke ich, sind wir noch ganz am Anfang, weil am Ende des Tages geht es ja nicht nur um Technologie, es geht ja vor allem darum, neue Produkte, neue Services zu entwickeln. Und die Bedeutung von Gaia X und Catena X möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, weil sie sind gewissermaßen Enabler, um vor allem das Thema Daten, Datentransfer, wo wir in Deutschland, wenn man sich die letzte BDI-Studie durchliest, auch noch in den Kinderschuhen stecken. Also ich denke, um Ihre Frage kurz zu beantworten, ja, wir haben ein Erkenntnisgewinn. Wir sind aber noch nicht in der Umsetzung so weit, dass die Unternehmen heute wissen, auch vor allem im Mittelstand, wie gehe ich mit diesen Daten um, die ich habe? Wie teile ich Daten? Wie kann ich vertrauen, dass es keinen Zugriff gibt von Dritten? Wie gehe ich mit dem Datenschutz um? Es sind immer noch viele Fragen um die Grauzonen des Datenschutzes zwischen klaren rechtlichen Regelungen, aber technischen Fragestellungen. Und dann natürlich auch Schrems II, weil Schrems II ist gerade bei Mittelständlern, die weltweit unterwegs sind. Natürlich führt natürlich auch zu Unsicherheit, wie kann ich denn Daten teilen? Und wir brauchen da an dieser Stelle Rechtssicherheit. Ja, vielen Dank. Herr Altmaier, bleiben wir mal kurz bei Gaia X, weil jetzt, Sie haben es beide erwähnt, das ist die große europäische Hoffnung auf eine letztlich Konkurrenz zu AWS beispielsweise oder anderen amerikanischen Serversystemen. Können Sie uns denn mal kurz sagen, wo stehen wir denn da? Also wann gibt es die ersten tatsächlichen Anwendungen und welche Rolle wird denn zum Beispiel auch die öffentliche Verwaltung bei dem Thema spielen, als Vorreiter beispielsweise? Ja, also erst einmal, es geht nicht in erster Linie um Konkurrenz, sondern wir erleben, dass so viele neue Daten anfallen, exponentiell die Daten wachsen und auch das Bedürfnis nach Datenverarbeitung wächst, dass eigentlich genügend Essen für alle da ist, die um den Tisch versammelt sind. Microsoft ist seit vielen Jahren ein Partner, nicht nur für private, für große Automobilfirmen, auch für die öffentliche Hand. Und das wird auch sicherlich auf ganz, ganz lange Zeit so bleiben. Es geht aber darum, dass wir über Standards reden. Deshalb sind bei unseren Bemühungen, Gaia X zu entwickeln, ja auch die großen Cloud-Anbieter wie Microsoft, Google und andere mit dabei. Es geht zweitens darum, dass wir als öffentliche Hand eben nicht nur Investitionszuschüsse geben. Da reden wir auch über ein sogenanntes IPCI, Important Project of Common European Interest. Aber es geht auch darum, dass wir zum Beispiel, wenn neue Datenmengen anfallen, ein Stück weit diversifizieren und als Ankerkunde in Erscheinung treten. Und das ist davon abhängig, wann die Unternehmen die ersten Lösungen konkret anbieten. Wir haben bei Gaia X alle unsere Zeitpläne eingehalten. Losgegangen ist es erst so richtig im Sommer 2019 auf dem Digitalgipfel im Oktober wurde es vorgestellt damals. Danach ging es Schlag auf Schlag. Wir haben eine Stiftung nach belgischem Recht gegründet. Die Aufgaben sind klar verteilt. Die werden nicht vom Staat im Übrigen gelöst, sondern von den Unternehmen, die mitmachen. Nicht nur die großen amerikanischen Anbieter, sondern eben auch SAP und Bosch und Deutsche Telekom und viele andere in ganz Europa. Wir haben eine ganze Reihe von sogenannten Use Cases bereits definiert. Dazu gehört Catena X, dazu
gehört aber auch beispielsweise ein Projekt im Präzisions in der, im Bereich der Präzisionslandwirtschaft. Und wir gehen davon aus, dass die ersten von diesen vielen Projekten, die bereits definiert sind, zum Ende des Jahres dann auch tatsächlich einsatzfähig sind. Dann kann gespeichert werden, dann kann geshared werden, dann kann migriert werden. Das ist das, was uns bevorsteht. Und natürlich wollen wir auch Schrems 2 mit großer Energie umsetzen. Ich war in den USA in der letzten Woche in Washington 2,5 Tage. Und alle meine Gesprächspartner haben die Frage von Safe Harbor und wie geht es weiter mit dem Datenaustausch angesprochen. Die Datenökonomie ist eine weltweite und das wird sie auch in Zukunft sein. Und deshalb müssen wir auf europäischer Ebene dieses Urteil des EuGH so umsetzen, dass es den Datenverkehr nicht behindert. Sehen Sie denn da Gesprächsbereitschaft auf der amerikanischen Seite? Also ist das was, wo Sie sagen, das sind Sachen, die man mit den Amerikanern jetzt diskutieren kann? Oder ist das sowas, wo Sie sagen, das wird schon nochmal ein Brocken irgendwie in der nächsten Legislatur? Nein, ich glaube, dass erst einmal die neue Administration sehr offen ist für Kontakte und Gespräche. Ich habe seit 20 Jahren die amerikanische Politik ja nun berufsbedingt auch etwas aus der Nähe verfolgt und war häufiger in Washington. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals dort war und so sehr diese Bereitschaft zur internationalen Kooperation, natürlich auch zur Führung auf amerikanischer Seite vorhanden war. Zweitens ist es so, dass bei dem transatlantischen Datenaustausch die amerikanischen Freunde natürlich diejenigen sind, die sehr intensiv die Frage stellen, wann habt ihr denn dieses Urteil umgesetzt? Also es sind nicht wir die Demandeure, sondern die amerikanische Seite, aber im beiderseitigen Interesse. Es ist auch für die europäischen Anbieter wichtig und gut, dass sie in den globalen Kontext eingebettet bleiben. Und ich habe also den Eindruck, wenn ich jetzt mal alle Probleme von der Handelspolitik über Stahl und Aluminium bis hin zur Digitalisierung mir anschauen, dass wir tatsächlich imstande sind, Lösungen zu schaffen. Wir haben bei Airbus Boeing schon gezeigt, wozu wir fähig sind. Und ich hoffe, dass wir bis zur Bildung der neuen Bundesregierung auch noch einige Probleme abräumen können. Denn danach kommen die französischen Präsidentschaftswahlen, dann vielleicht französische Parlamentswahlen. Und wir sollten, glaube ich, die neue Regierung in Washington nicht alleine lassen, sondern jetzt das geöffnete Fenster nutzen, um möglichst viel dann gemeinsam zu erledigen. Vielleicht noch ganz schnell, Herr Altmaier, Sie haben gesagt, und das ist ja wahrscheinlich auch was Sie jetzt wieder in den USA erlebt haben, dass amerikanische Firmen schneller skalieren, gerade sozusagen, wenn es um große Plattformen geht. Was können denn, kann denn der deutsche Mittelstand von den Amerikanern lernen? Ja, dass wir eben in einer Welt leben. Das ist für amerikanische Firmen viel einfacher, weil die ganze Welt Englisch spricht. Und deshalb denkt ein junges Start-up in den USA zunächst einmal weltweit. In Deutschland gab es mal eine Plattform, die nannte sich WKW, Wer kennt wen? Das war so ein Vorläufer von Facebook. Ist 20 Jahre her. Allerdings haben die nicht Facebook übernommen, sondern Facebook hat die überflüssig gemacht. Und warum? Weil die sich eben auf das Rhein-Main-Gebiet beschränkt haben und Facebook auf die ganze Welt konzentriert hat. Und dann sind Skalierungseffekte leichter darstellbar. Deshalb bin ich so froh, dass beispielsweise Booking.com das anders gemacht hat. Allerdings sind die im Rahmen ihrer Finanzierungsrunden dann sehr viel stärker auch unter amerikanischen Einfluss gekommen. Dagegen ist nichts zu sagen. Ich glaube allerdings, dass wir auch einige Plattformen haben müssen, die als europäische Plattformen in Europa wachsen können. Und deshalb haben wir jetzt 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für den Zukunftsfonds. Das heißt, wir wollen die Wagniskapitalbildung so verbessern, dass auch Tickets von mehr als 50 Millionen Euro, 100 Millionen, 200 Millionen Euro in Deutschland und Europa finanziert werden können. Das hat wegen Corona nicht so viel Beachtung gefunden, aber Tatsache ist,
Wir stellen das meiste Geld zur Verfügung, was ein einzelnes Land in Europa in diesem Bereich zur Verfügung stellt. Okay. Frau Jannik, vielleicht können Sie noch mal aus Ihrer Perspektive sagen, wo sehen Sie denn die größten Hürden für vor allem, ich sag mal, kleinere und vielleicht mittlere Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung? Ich denke, wichtig ist, dass wir in der öffentlichen Debatte diese Schere, die aufgegangen ist, auch in der Pandemie, zwischen Unternehmen, die wissen, wie es geht, und anderen, die noch gar nicht begonnen haben. Man sieht es ja auch, es gibt eine Bitkom-Umfrage, die sehr klar zeigt, dass ungefähr 50% der Unternehmen durch die Pandemie Dinge beschleunigt haben, während andere Dinge aufgehalten haben. Und ich denke, was uns in Deutschland nicht fehlt, ist das Bewusstsein, dass Transformation, der Umgang mit Digitalem wichtig ist, ein wesentlicher Erfolgstreiber ist, zusammen mit generell mit dem Thema Innovation, der Fähigkeit, auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Es ist aber, wenn man mal in die Praxis schaut, und ich versuche wirklich jede Woche mit mittelständischen Unternehmen zu sprechen und da wirklich auch scharf zu stellen, es ist schwierig. Sie brauchen Know-how, sie brauchen Ressourcen. Technologie entwickelt sich sehr schnell. Sie brauchen die Budgets. Das heißt, es ist wichtig, diese Debatte sehr offen und ich würde auch sagen, ja, mit Beispielen, mit sehr konkreten Beispielen zu führen. Und wir hatten ja über das Thema Daten schon gesprochen, Datenökonomie. Ich denke, da liegt vor allem der größte Hebel für mittelständische Unternehmen. Wenn Initiativen wie Gaia X, wie Catena X wirklich für mittelständische Unternehmen handhabbar sind. Es gibt ja da kritische Stimmen, die sagen, das ist wieder nur für die Großen. Ich denke, da sind wir alle gefragt, dass kleine Unternehmen mit begrenzten Ressourcen auch Zugang haben zu dieser Standardisierung. Und ein ganz wichtiges Thema, um im Mittelstand diese höhere Beurteilungsfähigkeit, das Kontextwissen zu erlangen, ist das Thema Weiterbildung, Qualifizierung. Da sprechen wir zwar auch viel drüber, aber auch da zeigt sich, wir hatten vor kurzem eine Umfrage gemacht, so ein Erfolgscheck Mittelstand 2021 mit der BDA. Und da zeigt es sich sehr positiv, dass viele Beschäftigte in mittelständischen Unternehmen sagen, ich will lernen, ich will Dinge erfahren, ich will mich weiterbilden. Ich denke, das müssen wir nutzen. Als Microsoft versuchen wir das. Wir haben sehr viele breite Bündnisse aufgestellt, Initiativen, auch in Kooperation mit der BDA. Wir haben weltweit eine große Initiative, wo wir 30 Millionen Menschen erreicht haben. In Deutschland ist es 1 Million. Wichtig ist für mich bei all dem diese Debatte, diese öffentliche, wirklich am Leben zu halten. Das ist auch das, was wir versuchen mit unseren 30.000 Partnern, die meisten davon sind mittelständische Unternehmen, um das Wissen in die Unternehmen zu bringen, aber auch diese Vernetzung möglich zu machen. Wir arbeiten in Deutschland noch sehr stark branchenspezifisch. In dieser Datenökonomie, in diesen datenbasierten Ökosystemen wird es darum gehen, auch in der Lage zu sein, Cross-Industrie zu arbeiten und dort die Großen mit den Kleinen, mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft. Also ich denke, wir haben da noch sehr viel Aufklärungsbedarf und sollten da gemeinsam mit viel Pragmatismus, viel Lessons learned in diese Diskussion einsteigen. Herr Altmaier, das hört sich so ein bisschen nach Aufgabenpaket für die nächste Legislatur an. Können Sie denn mal umreißen, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Stellschrauben, die jetzt gemacht werden müssen? Sie haben schon gesagt, es wird viel Geld ausgegeben. Geld alleine ist natürlich noch kein Erfolgsfaktor. Schon mal gut, aber was sind denn Ihre drei wichtigsten Punkte, wo Sie sagen, das muss in der nächsten Legislatur, lassen wir jetzt mal beiseite, egal von wem, getan werden, um den Mittelstand weiter zu befähigen, in einer digitalisierten Welt erfolgreich zu sein? Naja, das Erste ist, dass wir eine schnelle Dateninfrastruktur brauchen. Da sind wir in dieser Periode vorangekommen, insbesondere auch mit 5G, mit den Campusnetzen, die wir zur Verfügung stellen. Da wird wenig Kritik geübt. Dass man uns da verlobt, da erwarten wir natürlich auch nicht, aber hier haben wir einiges in Bewegung gesetzt. Das Zweite ist, die Mittelständler müssen die Möglichkeit haben, sich zu informieren,
was es denn für Sie an Digitalisierungsmöglichkeiten gibt. Das ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern es dient dazu, mehr Umsätze und mehr Gewinn zu ermöglichen, wenn man diese und bessere Leistungen zu erbringen und auch dadurch erfolgreicher zu sein. Wir haben das mit unseren Kompetenzzentren begonnen, aber ich würde mir sehr wünschen, wenn die einzelnen Branchen, auch im Mittelstand, die es ja gibt, sich selber auch noch um den Austausch von Erfahrungen, von Best-Practice-Lösungen bemühen. Und dann müssen wir die zusammenbringen. Wir haben in München ein tolles Unternehmen, Celonis. Das ist das erste deutsche Dekakorn. Die waren mal ein Unicorn, sind jetzt ein Dekakorn. Die analysieren mit Hilfe eines intelligenten Algorithmus die Geschäftsdaten von großen Unternehmen, von großen Konzernen und entdecken dabei Potenzial, wie man Dinge besser, billiger, preiswerter, effizienter, schneller, schlauer machen kann. Das kann ich bei einem einzelnen Mittelständler vermutlich gar nicht so gut hinbekommen, weil der zu wenig Daten hat. Wenn aber diese Mittelständler bereit wären, in großer Zahl ihre Daten zu teilen, und dann könnte man das auch in diesen Bereichen nutzbar machen. Also Sie sehen, es ist wie so eine russische Puppe. Sie haben ganz klar auf der Hand liegende Aufgaben und mit jeder neuen Schale kommen Sie auf eine neue Aufgabe, die spannend ist. Und ich wünsche mir eigentlich, nachdem wir jetzt im Lead waren, die letzten 3, 4 Jahre, indem wir Angebote gemacht haben, dass wir viel stärker auch dazu kommen, dass uns die Mittelständler, ihre Verbände und ihre Branchen sagen, was sie zusätzlich noch brauchen und wo es klemmt. Denn dafür sind wir da. Ich habe nie die Auffassung vertreten, dass ein Beamter im Ministerium in jedem Detail weiß, was der Mittelständler braucht. Und sobald wir hier in einen Dialog kommen, können wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel erreichen und vor allen Dingen den Prozess beschleunigen. Denn eins ist klar, das deutsche Modell von Industrie 4.0 und auch alle anderen Digitalisierungstools, die sind in den USA, in China, in Südkorea und anderswo natürlich auch angekommen. Und dort wird auch digitalisiert, dass es nur so eine Freude ist. Und derjenige, der als erster damit vorankommt, der wird natürlich dann auch große Wertschöpfungsanteile haben. Und das habe ich gemeint, als ich sagte, die Claims werden neu abgesteckt. Wir sind Industrieland, wir wollen Industrieland bleiben und deshalb stellen wir uns auf die Hinterbeine. Das ist gut. Frau Janik, wie schafft man denn dieses Bewusstsein im Mittelstand, von dem Herr Altmaier gerade gesprochen hat? Das hört sich ja so ein bisschen an, ne? Also ein Leute, jetzt seid ihr dran. Bewegt euch mal. Ne? Vorhin haben wir gesagt, es gäbe ein flächendeckendes Bewusstsein dafür, aber irgendwie scheint das noch nicht so ganz durchzuschlagen. Was kann man denn da tun? Ja, in der Tat. Ich denke, wir haben sehr viele Erkenntnisse. Wir wissen alle, dass wir etwas tun müssen. Aber es fehlt und aus meiner Perspektive, einfach aus sehr vielen Gesprächen, ist es doch sehr oft die Beurteilungsfähigkeit. Wie mache ich es denn? Mit wem? Also es ist viel Unsicherheit noch, einfach weil zum Beispiel auch das Angebot an Technologie ist ja riesengroß. Die Budgets sind klein und deswegen ist es so wichtig, natürlich Weiterbildung anzubieten, Qualifizierung, damit mittelständische Unternehmen, auch vertreten natürlich durch ihre Verbände, sicherer werden, ihre Auswahl zu treffen. Das gilt für die Partnerwahl, das gilt aber auch für die Entwicklung von neuen Services. Was macht Sinn? Was bringt überhaupt etwas? Herr Altmaier sprach von mehr Gewinn. All das sind Themen, die wir in Deutschland noch nicht so wirklich beherrschen. Wir sind ein bisschen getrieben. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir sehr vertieft führen müssen. Das heißt, diese Piloten, diese Vorbilder sind natürlich wichtig, die es gibt, die Unicorns, die Dekakorns, aber am Ende, wenn der Großteil der mittelständischen Unternehmen nicht weiß, wie es geht, werden wir auch nicht wirklich beschleunigen. Das heißt, wir sehen, dass das Thema Weiterbildung ein ganz, ganz zentraler Punkt ist,
die Vorbilder sind wichtig, aber wir dürfen in Deutschland auch nicht zu einem Land der Piloten oder der Modellregionen werden. Und ich glaube, was wir auch brauchen, ist die Unternehmenskultur muss sich verändern. Wir haben ja gesehen, dass in der Pandemie Teamarbeit, Flexibilität wahnsinnige Wettbewerbsfaktoren am Ende sind. Und auch darüber sprechen wir zu wenig, wie stark auch Unternehmenskultur am Ende den Erfolg auch von mittelständischen Unternehmen prägen. Also für mich sind es drei Dinge. Das Hauptthema ist die gezielte Aus- und Weiterbildung. Das zweite ist der Umgang mit Daten. Dazu gehört natürlich auch eine bessere Handhabe und natürlich auch eine Handreichung von Unternehmen wie uns an die Unternehmen zu sagen, wie sieht denn gelebter Datenschutz aus? Und das dritte ist sicherlich nochmal eine engere Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Manchmal hat man das Gefühl in Deutschland, da gäbe es noch ein bisschen Berührungsängste, dass man sich besser versteht und damit auch in der Lage ist, nicht nur Piloten zu machen, nicht nur Kompetenzzentren, sondern die Dinge, weil Technologie ja auch demokratisiert ist heute und auch für jedermann auch zugänglich, dass wir es schaffen, hier in eine breite Mobilisierung zu kommen. Und ich denke, wir haben die Chance. Also es ist wirklich, wie man im Englischen immer so schön sagt, at our fingertips. Und wenn ich die Fortschritte sehe, was die Pandemie jetzt uns als sozusagen Erkenntnisse gegeben hat, aber gleichzeitig uns auch ein bisschen hingeschubst hat und auch neugieriger gemacht hat und mit einer Portion Kreativität und auch ein Entsinnen, was eigentlich in Deutschland, in der DNA von Deutschland als Industrieland liegt. Ich denke, wenn wir da alle zusammen, Politik, Wirtschaft und Industrie und vor allem Mittelstand zusammenarbeiten, dann können wir hier auch die notwendige Beschleunigung auf die Straße bringen. Prima. Das ist ein gutes, empathisches Schlusswort, denn at our fingertips ist auch leider unsere Zeit. Insofern vielen lieben Dank, Frau Janik, und an Sie auch, Herr Altmaier. Interessante Einblicke und gute Anstöße auch für unsere folgende Diskussion. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und einen erfolgreichen weiteren Tag. Und wir gehen jetzt in unseren zweiten Teil der Veranstaltung, den Blick in die Praxis. Da heiße ich jetzt nochmal Frau Scheek herzlich willkommen und Herrn Höferlin, auch zwei Leute, die sich seit vielen, vielen Jahren mit Digitalisierung, mit der IT-Branche insgesamt auseinandersetzen, zum einen auf der politischen Seite, aber auf der anderen Seite auch ganz praktisch. Ich würde gerne einsteigen mit Ihnen gleich, aber vorab noch ein kurzer Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können nämlich jetzt Fragen stellen an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Teams-Call, einfach über den Teams-Chat oder an alle anderen auch über die Slido-Funktionalität dort. Nennen Sie bitte Ihren Namen, das würde uns freuen, und schreiben Sie Ihre Frage. Ich habe hier sehr viele Helferinnen und Helfer an meiner Seite, die landen dann hier bei mir, die Fragen, und dann freue ich mich über Ihre Beiträge und Ihre Fragen. Bevor wir damit starten, vielleicht erstmal Frau Scheek ein paar Fragen an Sie oder eine Einstiegsfrage an Sie. Wir haben jetzt eben gehört, es ist ganz viel passiert. Es gibt sehr, sehr viel Geld. Es sind ganz viele Projekte angestoßen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, so richtig kommt man noch nicht aus dem Quark, um es mal ganz platt zu sagen. Was ist denn Ihr Eindruck? Was sind die größten Hürden, die es im Moment noch gibt? Ich glaube, man kann es gar nicht so pauschal sagen. Also erstmal es ist ganz viel getan worden, da auch ein großes Lob an das Bundeswirtschaftsministerium, aber auch an die Wirtschaftsministerien der Länder und an die Kammern und die Verbände und alle, die sich da engagiert haben, schon vor der Pandemie, während der Pandemie, aber auch danach. Die Förderlandschaft und die Möglichkeit heute für mittelständische Unternehmen, sich Hilfe zu holen, aktiv, auch kostenlose Formate, die ist so gut wie nie. Also, warum ist es im Mittelstand so langsam? Jetzt muss man erstmal ein bisschen schauen, was ist denn der Mittelstand? Also bei uns in der allgemeinen Definition geht ja so bis 500 Mitarbeiter, aber ich selber sitze zum Beispiel Berlin-Brandenburg, und bei uns ist der Mittelstand, wir sind keine Industrie im Sinne von Fertigung und Automatisierungsregion, keine klassische noch nicht, sondern wir haben viele Dienstleister, wir haben viel Handwerk, wir sind so sehr klassisch kleiner Mittelstand, also ich mal sagen 1 bis 10 Mitarbeiter.
Und da sieht es dann tatsächlich ein bisschen anders aus. Und da kann ich mich auch ein bisschen an dieses Thema von Frau Dr. Janik anschließen. Die Piloten und die ganz Innovativen und die Startup-Szene, die sind natürlich toll unterwegs im digitalen Reifegrad. Aber wenn wir uns jetzt mal umschauen, auch gerade die Branchen, die in der Pandemie besonders betroffen waren, sei es jetzt das Handwerk, also Friseurinnen, oder sei es jetzt die Dienstleister im Allgemeinen, vielleicht sogar das Gesundheitshandwerk, Tourismus, Gastronomie, die sind noch nicht besonders digital, die sind ganz am Anfang. Jetzt haben sie 1 bis 10 Mitarbeiter dort im Unternehmen und jetzt sagen wir, jetzt wollen wir sie alle mal schulen, damit sie digitaler werden. Das funktioniert auch nicht so gut, ja, weil die haben dann meistens ein personelles Ressourcenproblem. Und dann fängt das da schon ein bisschen an, wenn wir sagen, wir wollen mehr Bildung, wir wollen die Leute alle aufgleisen, muss man sehr genau auch im Einzelfall mal hinschauen, was sind denn eigentlich die Hemmnisse vor Ort und was für Formate braucht es da, ja? Wie lernen die Leute, zu welchen Zeitpunkten lernen die Leute? Das sind ja auch nicht alles, ich muss sagen, Akademiker, die sagen, ich schaue mir mal ein schönes Handbuch an und dann kann ich das, sondern meistens muss man etwas anfassen, man braucht ein bisschen eine andere Sprache zu Uhrzeiten, wo die Leute dann auch Zeit haben, um aus ihrem Geschäft rauszukommen. Und dann sind wir schon aus einer sehr hohen Flughöhe in eine sehr, sehr tiefe Betrachtung gekommen. Und das ist so ein bisschen das, wo wir noch ein bisschen genauer hinschauen müssen, was es eigentlich braucht. Aber ich glaube, dass es da auch tolle Lösungen geben wird. Das eine oder andere muss mit Sicherheit nochmal gedacht werden, neu gedacht werden, nutzerzentrierter gedacht werden. Aber ja, es hängt da noch und wir haben eine Schere und die ist durch die Pandemie natürlich stärker sichtbar noch geworden. Herr Höferlin, ist die Politik, um mal daran anzuknüpfen, einfach zu sehr in der Höhe unterwegs gewesen in den letzten Jahren und zu wenig in der Tiefe? Also haben wir in der Politik eher so einen Fokus auf, naja, die Industrie sowieso und dann höchstens mal noch auf den großen Mittelstand und man hat zu wenig auf die ganz Kleinen geblickt? Die an der Fläche viel Ich glaube, das kommt. Ja, das kommt mit Sicherheit dazu. Also die Wirtschaftspolitik gerade der letzten 4 Jahre war primär industriepolitisch geprägt und viel weniger als notwendig auf den Mittelstand ausgerichtet. Und dabei ist es eigentlich so wichtig, es ist so ein Allgemeinplatz eines jeden Politikers in seiner Äußerung. Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wir wissen das auch alle, da stehen die meisten Ausbildungsplätze. Deswegen ist es mir ein Rätsel, warum man die Hürden immer noch so hoch lässt. Und das fällt bei ganz vielen Dingen an. Längst vor der digitalen Transformation haben wir ja das Problem, dass Mittelständler schlechten Zugang zu Ausschreibungen haben, dass sie schlechten Zugang zu Wirtschaftsförderung haben. Das heißt, Mittelständler haben eh auf dem Level Playing Field, wie es modern Deutsch heißt, oder eben im Wettbewerb, um es mal mit einem klassischen Wort zu sagen, gerade bei der öffentlichen Hand Probleme. Und das ist etwas, was mich, ich komme ja aus meiner vorpolitischen Zeit aus dem Mittelstand, was mich eigentlich ratlos zurücklässt, warum immer an so vielen Stellen, die vor digital transformatorisch sind, nicht einfach mal die Hürden abgebaut werden, dass Mittelständler stärker da sind, dass die öffentliche Hand, wenn ich höre, Herr Altmaier sagt, er möchte auch Ankerkunde sein, das wäre mal schön, wenn es dann auch gemacht würde. Das hilft auch vor der Transformation. Und zur digitalen Transformation, ja, im Prinzip sind es ganz viele Punkte. Also die gibt es die einen, auch kleinen und kleinen mittleren Mittelständler, die haben derzeit halt volle Auftragsbücher, die zu begeistern für jetzt musst du dein Unternehmen komplett neu aufstellen, ist schwieriger. Und dann gibt es diejenigen, die sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die haben vielleicht auch den Kopf nicht frei, weil sie sagen, ich muss erst mal morgen und übermorgen erledigen, nach gerade jetzt in der pandemischen Situation. Und dann gibt es aber auch noch viele dazwischen, die vielleicht dazu bereit wären. Und die Angebote müssen viel niedrigschwelliger sein. Das heißt, es ist ja keine Aufgabe für das Team, digital zu, also voranzugehen bei der digitalen Transformation, sondern man muss zuerst mal die Geschäftsführer, die Chefs, die Eigentümer, die Inhaber der Unternehmen erreichen. Und das wäre ein Fokus, den ich mir viel stärker wünschen würde, also ein besseres Leveling Playing Field für die Mittelständler und ein stärkeres Zugehen auf die wesentlichen Entscheider im Mittelstand, damit dort auch erkannt wird, warum das denn wirklich etwas nützt, jetzt digital zu transformieren für die Zukunft. Mhm. Frau Scheek, vielleicht nochmal Nachfrage an Sie. Es war jetzt viel über Gaia X die Rede, über Datensicherheit, Datenaustausch auch zwischen den Mittelständlern. Ist denn der eingeschlagene Weg, der da jetzt gewählt wird, auf so einer europäischen Ebene, der richtige? Und was ist notwendig, damit das System auch wirklich angenommen wird? Es wird ja vor allem oder soll ja vor allem getragen werden von Mittelständlern und den Ideen, die daraus entstehen.
Also ich würde mal einen Schritt vorher noch anfangen und sagen, erstmal, es sind schon ganz viele Dinge richtig gemacht worden, auch vom BMWi. Das heißt, diese Zentren, das hatte sich jetzt so ein bisschen angehört, als ob die Kompetenzzentren solche Innovationsspots sind, wo keiner hinkommen kann, das ist ja nicht der Fall, sondern die Kompetenzzentren sind eigentlich da, um in einer Region eine herstellerunabhängige Information geben zu können, damit die Leute auch hinkommen können, um was anfassen zu können, um es ausprobieren zu können, weil wir natürlich festgestellt haben, dass gerade in den kleineren Unternehmen sehr viel auch durch Erleben erfolgt. Also nicht nur durch, ich höre mir etwas an, jemand erzählt etwas, sondern ich probiere es aus. Ich arbeite mit meinen Händen traditionell schon. Ich komme aus dem Handwerk. Ich komme vielleicht aus anderen Bereichen. Ich probiere es aus. Ich fasse es an und ich kriege in einer guten, zu mir passenden Sprache etwas erklärt. Dafür sind heute die Kompetenzzentren da und das machen die sehr, sehr gut. Und ich denke auch, es ist ja jetzt die neue Richtlinie draußen, wo es neue Zentren geben wird. Das wird sozusagen noch lange Zeit ein super Anlaufpunkt sein, um sozusagen die erste Hürde erstmal zu nehmen. Das gibt es auch auf Landesebene. Also wir haben ja auch noch in Brandenburg das Digitalwerk beispielsweise. Das ist auch für den Mittelstand und für das Handwerk, später auch für den stationären Handel, um einfach Lösungen anzufassen. Anzufassen, selber durchzuspielen und Fragen zu stellen. So. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, das hat ein bisschen was mit dem digitalen Reifegrad zu tun. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie gehen nebenan zu Ihrem Bäcker oder zu Ihrem Metzger und sagen, wir haben jetzt Gaia X, nimm doch mal am Datenaustausch teil, das bringt dir was, werden wir wahrscheinlich vorher noch andere Schritte zu gehen sein. Ja? Also ich würde vermuten, jetzt, wir können auch ein bisschen vom Leapfrogging, wie ich mal sagen, profitieren. Es muss nicht sein, dass wir alle Schritte gehen, aber ein paar Schritte werden wir gehen müssen. Das heißt, es wird wahrscheinlich notwendig sein zu sagen, okay, welche Daten erhebst du heute schon? Wie kannst du einfach in einem zu dir passenden Modell künftig Daten erheben? Und wie kannst du mit diesen Daten arbeiten und welchen Nutzen stiftet dir das? Und wenn wir das, wie ich mal sagen, sehr komprimiert und nutzerzentriert den Unternehmen vermitteln können, auch den Kleinen, dann können sie auch von Gaia X relativ zeitnah profitieren. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus dem Friseurinnenumfeld. Es gibt dort von einem Hersteller die Möglichkeit, dass Friseuren oder die Salons haben, ihre Daten in eine Datenbank eingeben und sich benchmarken können. Also wie effizient bin ich, wie gut, wie viele Kunden schiebe ich durch, wie lange dauert zum Kunde, also wie lange dauert bei mir Färben, Schneiden, Legen, Föhnen, was auch immer, ja, im Vergleich zu anderen Salons, wie viel Wasser verbrauche ich und so weiter, habe ich eine günstige Miete oder nicht. Und ich kann sozusagen für mich benchmarken. Und ich glaube, dass auch für kleine Unternehmen zu verstehen, dass ich an einem Datenaustausch teilnehmen kann, zum Beispiel um mich zu benchmarken oder auch im Bereich der Verzahnung der Wertschöpfungsketten, dass ich aufbauen kann mit meinen Leistungen auf Vorleistungen, weil ich diese Daten nutzen kann. Glaube ich, kommt man da sehr relativ gut hin. Aber der erste Schritt ist natürlich, dass ich erstmal verstehe, was sind Daten, welche Daten kann ich erheben, welche vielleicht nicht, weil es nicht DSGVO-konform ist. Und wer kann mir das relativ herstellerunabhängig in meiner Sprache vermitteln? Natürlich die Zentren auf jeden Fall, aber vielleicht wird es perspektivisch auch noch mehr Öffentlichkeitsarbeit brauchen, um das zu verstehen. Wir kommen gleich zu den Zuschauern. Ich würde da gerne mal kurz noch anknüpfen an Herrn Höferlin, weil Sie sind ja wirklich seit vielen Jahren in dem Bereich irgendwie unterwegs. Also gibt es sozusagen bei kleineren Mittelständlern überhaupt so eine Hürde, sich zu benchmarken und überhaupt damit auseinandersetzen? Vielleicht will ja der Friseurladen gar nicht wissen, die pure Wahrheit, wie es um seinen Laden eigentlich steht, was Miete, Geschwindigkeit und Effizienz angeht. Also das gibt es natürlich, solche und solche. Es gibt Mittelständler, die würden gerne digital Daten teilen und dann daraus auch für ein Unternehmen Schlüsse ziehen. Und es gibt auch den klassischen Handwerker, der sagt, ich mache seit 20 Jahren den Heizungs- und Sanitärbau und ich mache das jetzt, soweit es nötig ist, indem ich da Fernwartung mache. Punkt. Es gibt aber auch das Gegenteil, die natürlich voll digital denken und die alle Möglichkeiten auch ausschöpfen und sie natürlich auch für ihr Unternehmen dann anders nutzen. Ich möchte aber, weil Sie die Frage eingeleitet haben, so Gaia X noch wirklich was Wichtiges sagen. Auch Herr Altmaier hat vorhin Gaia X vor allen Dingen als Datenteilungsplattform bezeichnet. Und ich halte das leider, und das ist leider bezeichnend, für zu kurz gesprungen. Ich glaube, Gaia X könnte viel mehr sein. Und wenn Herr Altmaier Gaia X als die Plattform für Mittelständler bezeichnet, dann stimmt das. Allerdings muss man sie dann auch wirklich ausbauen. Und Mittelständler sind ja nicht nur die annehmenden Mittelständler, die Daten dann dort verwenden, sondern es sind ja auch die produzierenden, in der Digitalwirtschaft produzierenden Mittelständler. Wir haben einen sehr großen IT-Mittelstand, aus dem komme ich selbst, deswegen ist mir das auch sehr nah. Und die können oftmals auch nicht teilnehmen an der Entwicklung
in Deutschland und vor allen Dingen auch in Europa an der Entwicklung digitaler Tools. Und wenn wir heute über digitale Souveränität in Europa sprechen, dann hat das auch was mit Hardware zu tun, dann hat das auch was mit Geräten zu tun. Ich musste vorhin etwas lachen, als Herr Altmaier sagte, you have the web, we have the things. Da lacht der Herr von Google auch, weil der sagt dann, naja, die Things, die werden in Zukunft kein Wirtschaftsfaktor mehr sein, sondern das, was drüber steht. Das ist ja das Entscheidende. Wir müssen sozusagen die Wertschöpfung, die dann in der digitalen Welt stattfindet, auch irgendwo noch in Deutschland und Europa halten. Und dazu ist Gaia-X die Chance schlechthin, wenn wir es jetzt richtig anpacken. Und dazu muss Gaia-X mehr als eine Datenaustauschplattform sein. Ich kann es fast nicht mehr fassen, dass wir derzeit immer noch über eine Gaia-X-Cloud, eine Bundescloud für die Verwaltung, eine Gesundheitscloud und eine Bildungscloud sprechen, anstatt dass man mal wirklich querschnittlich diese Cloud-Systeme zusammen in ein Ökosystem fasst, wo kleine Verwaltungen Apps irgendwo in Rechenzentren in Europa sicher laufen lassen können, anstatt in ihrem Keller unten, wo auch der Datenschutz eigentlich inzwischen immer schwieriger zu gewährleisten ist, allein schon das Aufsetzen von Prozessen. Und jetzt komme ich zu den Mittelständlern, die Sie gerade gesagt haben. Da sind IT-Mittelständler, die die Lösungen dafür basteln. Da ist übrigens auch, weil Sie ja mit dem Partner Microsoft sind, Microsoft im Boot, weil Microsoft schon immer eine Mittelstandspartner-Initiative laufen hatte. Da wurde immer Platz gelassen für Mittelständler. Das ist nicht bei allen großen Digitalkonzernen so. Und dann gibt es auch den annehmenden und anwendenden Mittelstand, der dann plötzlich wieder eine Chance hat, auch Apps, auch irgendwelche Funktionen, Nutzen für sein Unternehmen aus dieser Gaia-X-Cloud in den verschiedensten Bereichen zu ziehen. Und ein Mittelständler denkt viel mehr als große Unternehmen nutzenorientiert. Das heißt, ein Mittelständler geht viel stärker hin und sagt, wenn ich irgendwo mich mit beschäftige, wenn ich Geld oder Zeit investiere, dann muss ich einen perspektivisch einen nachvollziehbaren, greifbaren Nutzen für mein Unternehmen erlangen. Das ist viel stärker als Konzerne, die viel länger vorausplanen und vielleicht auch mal ein Projekt aufsetzen, was in die Hose gehen kann. Ein Mittelständler, und das ist ja gerade eben gesagt worden, die haben vielleicht dann 10 oder vielleicht auch 20, vielleicht auch 40 Mitarbeiter. Aber wenn da eine Stelle sich komplett mit einem solchen Projekt beschäftigt und man muss sich dann intensiv mit beschäftigen, dann muss dort auch irgendein Return wieder da sein. Also mein Petitum wäre auch Richtung dann der nächsten Bundesregierung, Sie haben ja selbst gesagt, wer auch immer sie dann stellen wird, bitte dieses Gaia-X-Projekt nicht verschlafen. Es ist die letzte Chance. Die Things werden in Zukunft nicht mehr die Wertschöpfung darstellen, sondern eben das Web, das Gaia-X, die Plattform, das Ökosystem darüber. Und noch haben wir eine Chance, damit zu spielen und auch die Transformation so zu gestalten, dass die Wertschöpfung in Deutschland und Europa bleibt. Außer wir verschlafen es wieder. Wir haben keine Things, sondern wir haben Persons bei uns im Call und die würde ich jetzt gerne mit dazu nehmen. Den Anfang macht Maximilian von Fritsch, der jetzt auch das Wort hat. Bitte stellen Sie so kurz und prägnant wie möglich Ihre Frage an einen der beiden Protagonisten. Genau. Vielen Dank. Meine Frage an Herrn Höferlin. Ich höre mich irgendwie in meinem Kopfhörer. Die Frage ist, künstliche Intelligenz birgt ja unglaubliches Potenzial für Innovationen, aber gleichzeitig auch einen erhöhten Regulierungsbedarf, was den Umgang mit den erhobenen Daten betrifft. Und was Regulierung betrifft, wird ja traditionell gerne das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, was dann erhebliche Hemmnisse für Innovationen bedeutet. Und deswegen die Frage an Herrn Höferlin, sollte die FDP die nächste Bundesregierung stellen oder Teil der nächsten Bundesregierung sein, wie würden Sie einen Ordnungsrahmen ausgestalten, der beiden Bedarfen Rechnung trägt? Einerseits Innovationen zu ermöglichen und andererseits Regulierung so gering wie möglich zu halten, um es eben aber auch so viel wie nötig auszugestalten. Soll ich direkt antworten? Ja, ne? Bitte, ja. Also, es ist eine ganz spannende Frage. Sie betrifft nicht nur KI, sondern alle möglichen neuen Technologien. Und wir haben tatsächlich, Sie haben das richtig beschrieben, ich sage es jetzt mal ein bisschen schön formuliert, einen Trend, einen Hang dazu, Dinge im vorauseilenden Gehorsam vielleicht zu regulieren. Und auf der anderen Seite schätzen wir auch Regulierung, weil sie faire Spielregeln für alle gibt. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das gut ausgestalten? Unser Vorschlag als Freie Demokraten war immer regulatorische Sandboxes, Freiräume, Freiheitszonen, am Ende ist es wurscht, wie wir es nennen. Auf jeden Fall Bereiche, in denen man mal was ausprobieren kann, ohne dass es gleich verreguliert wird. Um mal überhaupt zu gucken, ist das technologisch machbar? Gibt es dafür ein Geschäftsmodell? Gibt es dafür überhaupt Nachfrage? Wie entwickelt sich das? Und wenn sich etwas in solch einem Testbereich
entwickelt hat zu dem Geschäftsmodell, dann ist es, glaube ich, für Startups, aber auch für Mittelständler, die innovieren wollen und losgehen, eine Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Die Alternative sehen wir jetzt. Gerade in der Bereich selbst gesagt, als Beispiel im KI oder auch im Blockchain-Bereich gehen solche Unternehmen ins Ausland, wo sie Dinge einfach ausprobieren können. Und dann haben wir einen Abfluss von Wissen, von Know-how, wir haben einen Abfluss von Geschäftsmodellen und ich mag das eigentlich nicht mehr haben, nach alte Beispiele rausgekramt, aber sie sind halt immer noch zutreffend, MP3 oder Transrapid. Ich möchte gerne, dass die zukünftigen innovativen Ideen hier bleiben, hier auch die Wertschöpfung stattfindet und wir sie nachher auch anwenden können. Vielen Dank. Eine Frage aus dem Slido-Chat, die irgendwie sehr passend ist für Sie, Frau Scheek. Da fragt nämlich Udo, wie kann es denn sein, dass in 2021 noch immer ganze Gewerbegebiete in und um Berlin und in Brandenburg keine Chance auf eine Glasfaseranbindung haben? Das ist natürlich eine etwas fiese Frage an der Stelle. Ich würde da natürlich gerne zur Bundes- und zur Landesregierung durchstellen, die für die Infrastruktur zuständig ist. Also jetzt muss man wieder auch ein bisschen unterscheiden. Wir haben überall, also in vielen Bereichen, in Brandenburg ist es schon ganz wunderbar. Traditionell, wir sind ein Flächenland. Also wenn Sie vorher irgendwo ganz weit draußen waren und gar keine Anbindung hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie der Einzige dort sind, dass Sie relativ bald eine gute Anbindung bekommen, wahrscheinlich auch nicht so groß. Das hilft jetzt nicht so viel dafür, darüber zu lamentieren. Also ich selber bin in Westbrandenburg, da sind die Gewerbegebiete im Schnitt relativ gut angebunden. Und die Anwendungen, die wir haben, funktionieren auch relativ gut. Aber ich kann dazu wirklich nichts sagen, weil das tatsächlich Bundes- und Ländersache ist an der Stelle. Naja, wir können gucken, welche Lösungen gut funktionieren. Also ich will mich da auch nicht echauffieren, weil da, wo wir hinkommen, also wir haben über 120 Projekte gemacht in den letzten 5 Jahren im Land Brandenburg und Berlin mit kleinen mittelständischen Unternehmen. Und ich hatte davon genau 2 Fälle, wo die Verbindung so schlecht war, dass man gesagt hat, ist wirklich schlecht, aber das war auch kein Gewerbegebiet, sondern da waren die in einem Wohngebiet untergebracht. Also von dem her, ich kann das so nicht durchgängig bestätigen, aber ich habe natürlich auch nicht jedes Unternehmen im Land besucht. Also man kommt auch ein bisschen drauf an, was mache ich denn? Also arbeite ich, muss ich in Echtzeit Daten irgendwo hinschicken und so weiter und so fort? Oder geht es darum, dass ich ein bisschen Daten in Upload langsam mache und mit einer also wie arbeite ich mit meiner Datenbank, mit meinen Datenversorgungen und welche Art von Geschäft betreibe ich? Was ist wirklich notwendig an der Stelle? Deswegen. Also tut mir leid an Udo, dazu kann ich nicht sagen, wie das sein kann. Es ist einfach noch so. Ich hatte aber den Eindruck, dass das in den letzten Jahren alles schon wirklich besser geworden ist an der Stelle. Okay, prima, vielen Dank. Dann jetzt Carsten Schiffner. Er ist im Teams-Call und kann seine Frage jetzt gerne selber stellen. Ah, Ihr Mikro ist noch aus, glaube ich. Sie müssen Ihr Mikro noch einschalten. Von der Regie freigeschaltet, jetzt. Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Guten Tag, meine Frage wäre Digitalisierung und Mittelstand. Mittelstand und Digitalisierung bedeutet ja im Zweifelsfall auch, wie der Mittelstand letztendlich mit staatlichen Stellen interagiert. Und da fällt mir als allererstes das OZG Online-Zugangsgesetz ein, was eben für Bürger, aber ganz sicherlich auch für Firmen und dazu gehört der Mittelstand als Wirtschaftszweig ganz sicher, funktionieren soll. Und dazu hätte ich ganz gerne mal eben eine Einschätzung von Herrn Höferlin, aber eben halt auch von Frau Scheek, wie sich das derzeit darstellt und wohin man möglicherweise möchte bzw. auch sollte. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Höferlin, wollen Sie starten? Dann Frau Scheek. Gerne. Bevor ich vielleicht auf die Frage von Herrn Schäffner, noch mal ganz kurz zu Udo. Wir haben 4,3% Glasfaserabdeckung. Das ist zu wenig. Wir hängen hinter anderen Ländern her. Und vielleicht war Herr Minister Scheuer einfach zu abgelenkt in den letzten 4 Jahren mit anderen Projekten bei sich im Haus. Aber das können wir nicht mehr so lassen. Das ist völlig richtig. Und in Zukunft muss es überall Glasfaser oder zumindest gigabitfähiges Internet sein. Und da haben wir auf jeden Fall auch wohl Bedarf, auch wenn es in vielen Gewerbegebieten bereits da ist. Das Online-Zugangsgesetz, ich sage mal so, es ist schön gedacht, aber in der Umsetzung hapert es beim OZG eben doch stark. Es ist so, dass die Verwaltungsprozesse, das ist leider Graubrot, Schwarzbrot der Politik, ja, Verwaltungsmodernisierung, aber es ist ganz wichtig für Unternehmen, die natürlich auch viel mit Verwaltung zu tun haben. Wenn sie Verwaltungsprozesse
Grundsatz der Digitalisierung sage ich, 575 Verwaltungsprozesse digitalisieren. Erstmal fehlt mir das Wort Transformation darin, weil oftmals wird sozusagen nur das Frontend digitalisiert und hintendran wird noch gefaxt, um es mal ein bisschen spöttisch zu sagen. Die Verwaltung muss aber in Gänze transformieren. Und das fehlt mir leider im OZG noch komplett im Ansatz. Das ist ein wirkliches Problem. Es hilft nämlich am Ende nicht bei der Geschwindigkeit. Das ist wie bei einer Zwiebel. Die äußere Schale reicht nicht. Sie müssen wirklich die nach und nach schälen und den Prozess neu aufsetzen. Und das Zweite, die Unternehmen haben natürlich auch immer noch möglicherweise vor Ort gar nicht die Möglichkeit, die Verwaltungsdienstleistung für Unternehmen in Anspruch zu nehmen, weil sie nur in bestimmten Kommunen in Deutschland läuft. Dann gibt es aber ein Häkchen auf dem Dashboard, weil die Dienstleistung ist dann digitalisiert. Wir müssen das schneller in die Fläche kriegen. Ich komme nochmal zurück zu Gaia-X. Ich würde mir Gaia-X als Teil dieser Bundescloud vorstellen, sodass wir dort auch die Möglichkeit haben, aus Dienstleistungen auszuwählen, die eben dann auch in allen, möglichst allen Verwaltungen schnell verfügbar sind. Die kleineren Verwaltungseinheiten sind ja auch, haben es auch schwer, weil sie vor Ort im Prinzip relativ klein sind, quasi mittelständische Verwaltung, wenn Sie es mal so wollen. Ja, die haben unten ihren Rechnerraum und die müssen die Projekte aufsetzen und eigentlich haben sie dafür keine Kapazität. Und ich verstehe nicht, warum wir da nicht mehr Angebote aus der Cloud machen. Damit könnten die viel schneller Prozesse umsetzen, viel schneller transformieren und dann hätten auch die mittelständischen Unternehmen besseren Zugang zu Verwaltungsleistungen, die dann auch zu ihnen passen und vor allem die auch wirklich verfügbar sind und nicht irgendwo in Deutschland verfügbar sind. Frau Schick, wie sehen Sie das? Ich schließe mich da an und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen, weil am Ende ist das eigentlich ganz egal, ob Sie einen Arzt auf dem Land betrachten, der seine Praxis digitalisieren soll, ob Sie sich eine Lehrerin nehmen, die jetzt in der Pandemie plötzlich alles virtuell unterrichten sollte, oder ob Sie die Verwaltung nehmen oder ob Sie ein mittelständisches Unternehmen sind. Am Ende sitzen überall Menschen. Und wenn Sie vorher alles papierbasiert gemacht haben und die weitesten Prozesse, die Sie haben, auch so sind, dass Sie an Papier orientiert sind, ist für Sie der Sprung in eine Digitalisierung sehr, sehr groß. Und das hilft nichts, dass ich dann nur sage, dieses Dokument wird jetzt gescannt und digital abgelegt, sondern man muss die ganzen Prozesse neu bauen und denken. Und jetzt würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, dafür braucht es wirklich neue Ansätze. Und die muss man natürlich sowohl in der Verwaltung, aber auch bei den Unternehmen, ich sehe das relativ ähnlich, oder in Arztpraxen oder in Schulen, muss man sie neu denken. Weil es ist tatsächlich so, dass die Menschen, ich will mal sagen, nehmen Sie sich mal einen 50-jährigen Baggerfahrer oder eine 55-jährige Lehrerin oder eine 60-jährige Friseurin, die selbstständig ist, die heute papierbasiert arbeiten und jetzt sagen Sie, und die haben vielleicht sogar noch nicht mal ein Smartphone, verrückterweise, vielleicht schon, vielleicht auch nicht, und jetzt sagen Sie übrigens, der neue Prozess sieht ganz anders aus, der ist auf irgendeinem digitalen Device und dann müssen Sie jetzt irgendwelche Prozesse, Daten dort ablegen, Daten dort, dann hängen Sie irgendeinen Anhang an die E-Mail, wo die noch nicht mal wissen, wie ein Anhang an die E-Mail gehängt wird und sagen, ab jetzt sind Sie alle super digital. Das funktioniert nicht so einfach, sondern es müssen Lösungen gefunden werden und da fangen wir jetzt an, tatsächlich auch mal über Methoden zu sprechen. Wir müssen über neue Methoden nachdenken, wie wir Digitalisierung in nicht digitalen Umgebungen schneller und effizienter vorantreiben. Und auch da können wir nach Amerika gucken und sagen, wir haben heute in Deutschland relativ technokratische Ansätze. Das heißt, wir entwickeln sehr lange irgendwas, wir implementieren ewig was und irgendwann gehen wir dann live. Und wenn wir Glück haben, funktioniert die Lösung. Und wenn wir Glück haben, verstehen die Leute, die sie nutzen sollen, sie auch. Vor allem die Mitarbeiter. Das ist aber nicht besonders, ich würde mal sagen, die Lösungen, die aus Amerika kommen oder aus anderen Ländern, die sehr, sehr schnell implementiert werden und sehr, sehr nutzerfreundlich werden, werden anders entwickelt. Wir arbeiten eben früher mit Tests, wir arbeiten mit Prototypen, wir entwickeln die Lösungen gemeinsam mit den Nutzern und zwar entlang ihrer Bedürfnisse. Und wenn ich heute jemanden digitalisieren will in der Verwaltung, der nicht digital gearbeitet hat, dann kann dem sein Dashboard vielleicht auch nur 2 oder 3 Knöpfe haben. Und vielleicht muss das dann auch sehr, sehr einfach an der Oberfläche sein und nicht in Anlehnung an einem hochkomplexes elektronisches Enterprise Content Management Verwaltungssystem, das vielleicht auch nur sehr, sehr nutzerunfreundlich ist, sein. Und deswegen glauben wir, dass der Weg dahin wird ein etwas weiterer sein, weil wir eben tatsächlich alle Prozesse digitalisieren müssen. Das ist traditionell nicht sehr einfach, das geht nicht sehr schnell. Wir müssen das Mindset bei den Menschen ändern, wir müssen die alle auf diese Reise mitnehmen und wir brauchen Lösungen, die wir schneller verproben können. Und das ist dann heute schon was, wo wir auch meistens stolpern, weil die klassischen Förderinstrumente, die wir heute auch haben, die dem Mittelstand, aber auch der Verwaltung oder anderen angeboten werden, oder die Maßnahmen oder die Fortbildungsmaßnahmen, die sind eher aufgebaut, wie sie in der früheren Zeit aufgebaut waren. Das heißt, ich kaufe eine Lösung, ich implementiere sie, ich trainiere Leute und dann ist es fertig. Aber so ist die Realität halt nicht. Ja. Haben Sie, viel komplexer. Ganz mal ein bisschen, haben Sie denn vielleicht ein kleines Beispiel? Also für so einen Methodenwechsel, also wo Sie sagen, ja, ganz pragmatisches Beispiel aus den USA, ja, oder einem anderen Land?
Also ich kann das auch aus Deutschland geben, also auch mit Verwaltungen. Also wir im Institut, wir begleiten ja auch Institutionen und Verwaltungen und Ministerien. Also es ist tatsächlich so, dass es hilfreich sein kann, dass man natürlich erstmal sich diesen Prozess anschaut, dann wird er in irgendeiner Form verschriftlicht. Also das ist schon was, wo die kleinen Unternehmen komplett raus sind, weil die gar nicht in der Lage sind, ihre Prozesse zu beschreiben. Aber bei einem etwas größeren geht das. So, dann schauen wir uns den an und dann nehmen wir diese Mitarbeiter und zwar in einem guten Querschnitt. Das heißt, die Nicht-Digitalen, die Älteren, die Männer, die Frauen, wir mischen diese Teams ab und dann schauen wir mit den prototypisch aufgesetzten Systemen, die sowas Ähnliches machen, mal an und spielen mit denen kleine Fälle durch, um halt zu gucken, wie die klarkommen. Und dann kann es sein, dass ich ein Team habe oder ein Unternehmen habe oder einen Bereich habe, dass ich mehrheitlich für ein System entscheidet das für uns, wo wir sagen, das ist aber nicht besonders das Heißeste oder das Tollste oder das Schickste. Das sieht ja eher aus wie eine alte Tabellenkalkulation. Aber es kann sein, dass die Mitarbeiter mit diesem System besser arbeiten können, weil es eben ihren Bedürfnissen eher entspricht. Und das ist, also wir kennen das im Kompetenzzentrum, nutzen wir das unter dem Begriff Design Thinking, aber eigentlich häufen wir verschiedene nutzerzentrierte Methoden aneinander und schauen uns immer den Nutzer an. Was kann der, was macht der? Und laufen in kleinen Entwicklungszyklen mit Prototypen durch, also testen ganz früh, bevor es ein echtes System gibt. Manchmal nur papierbasiert oder an Sachen, die so aussehen wie echte Systeme, aber gar keine echten Systeme sind und nähern uns dann sozusagen einem Prozess oder einer Lösung an, die gut funktionieren kann und wo auch alle Beteiligten mitgenommen worden sind, weil man ihre Bedürfnisse berücksichtigt hat. Und erst dann fangen wir später an, dann eben aber auch wieder agil zu entwickeln. Und wir glauben, dass dieses Thema Fehlerkultur, frühzeitig testen, auch mal scheitern, vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, diese Lösung ist vielleicht gar nichts für uns, weil sie passt einfach nicht. Wir müssen was ganz anderes tun. Das sind einfach Wege des Scheiterns und der Fehlerkultur und des Durchlebens, wo wir stärker in Deutschland, die wir auch annehmen müssen und die wir auch förderseitig propagieren müssen und auch vielleicht auf der politischen Ebene zu sagen, es ist okay, wenn du es ausprobierst und wir können auch mal ein Projekt machen und es wäre aber sehr schön, wenn wir sehr früh scheitern und rausfinden, dass es nicht passt und nicht, nachdem wir es eingeführt haben. Ja? Und das ist so ein bisschen, da müssen wir einfach das Methodenset ein bisschen ändern, denke ich. Mhm. Prima, vielen Dank. Dann jetzt eine Frage von Hubertus von Rönne im Teams-Call. Bitte schön. Ja, danke sehr. Also Frau Schick, da haben Sie wirklich im Herzen gesprochen. Das klang total gut. Wenn das so in der Verwaltung funktionieren würde, glaube ich, wären viele, viele Mittelständler wirklich sehr viel glücklicher. Das, was Herr Altmaier vorhin gesagt hat, war wirklich ein bisschen von Spott. Wir haben das Geld zur Verfügung gestellt, wir haben Geier auf den Weg geleitet und jetzt macht ihr mal. So funktioniert das im Mittelstand nicht. Ich bin beim großen Mittelständler als CDO. Die Abhängigkeit von der Verwaltung ist einfach für Mittelständler wahnsinnig groß. Wenn da nicht digitalisiert wird und der Staat vormacht oder zumindest mitmacht, dann können wir noch so viel über Digitalisierung im Mittelstand reden und es wird nicht funktionieren. Also Ihre Vorschläge, Frau Schick, fand ich exzellent. Vielleicht einer noch hinzugefügt, wenn wir es schaffen, auch mehr Personal auszutauschen, mehr junge Talente in die Verwaltung zu bringen oder mehr PPPs, also Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und jungen Unternehmen und Mittelständler hinzubekommen, wäre das genial. Daher meine Frage jetzt an Herrn Höferlin. Wie, wenn Sie in Regierungsverantwortung kommen, wollen Sie solche Ideen denn umsetzen? Denn wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Na, Herr Höferlin, ja, Sie haben es völlig richtig gesagt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir hängen eh schon hinterher. Diejenigen, die mich kennen, werden jetzt sagen, schon wieder, aber es ist Problem, ist hausgemacht, weil wir verlieren wahnsinnig viel Zeit durch Abstimmungsprozesse in den Ministerien, weil so wie Frau Schick das auch gerade beschrieben hat, auch diesen Wandel muss Politik und Verwaltung machen. Oder um es mal ganz platt zu sagen, nachdem sich digitale Transformation in Gesellschaft und in Wirtschaft vollzogen hat, ist es dringend Zeit, dies auch in der Politik und in der Verwaltung durchzuführen. Und dazu muss man auch Strukturfragen stellen und auch grundlegende Fragen stellen. Also wir schlagen schon lange ein Digitalministerium vor. Heute würde ich es Ministerium für digitale Transformation nennen, um auch klar zu sagen, was die Aufgabe ist. Und es hat neben eigenen Aufgaben vor allen Dingen auch Querschnittsaufgaben und soll die Transformation vorantreiben, auch indem es vorangeht mit Methoden und mit Arbeitsweisen. Und das hoffe ich mir, beschleunigt die digitale Transformation in Staat und in Verwaltung. Und genau das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr von Rönne, ist ja das Problem. Sie haben im Prinzip Wirtschaft oder Gesellschaft, die kein Problem hat, bestimmte Dinge, weil sie einfach gestaltet sind, anzunehmen und prallt ab an einer Verwaltung oder an einer öffentlichen Hand, die noch mit Faxen arbeitet oder die einfach keine digitalen Prozesse aufgesetzt hat. Und das kann man nur top-down lösen. Das muss also ein Commitment
der nächsten Bundesregierung, der nächsten Koalitionsvertrages sein. Und mein dringender Vorschlag wäre, das eben auch durchzusetzen als Transformation in einem Ministerium, neue Arbeitsweisen. Das Ressortprinzip muss angegangen werden. Es gibt Dinge, die müssen einfach zusammen erledigt werden. Und am Ende muss sich das durchziehen, auch in alle Ebenen bis zur Gesetzgebung. Auch der Bundestag hat viel Potenzial. Auch dort wird noch sehr stark in Silos in den einzelnen Fachausschüssen gearbeitet. Und ich kann das sagen als Vorsitzender des Digitalausschusses. Wir sind oft eben nur nicht federführend, sondern nur mitberatend tätig. Und es gibt viele Dinge, wie dort Fachleute aus den einzelnen Bereichen plus Digitalausschuss, wie ich sie gerne nenne, zusammen eben arbeiten und Dinge schneller voranbringen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie haben das am besten auf den Punkt gebracht. Prima, Herr Höferlin, vielen Dank. Das ist das Stichwort, also nicht der künftige Digitalminister, da warten wir mal ab, wird ja vielleicht auch eine Ministerin, sondern das Stichwort Zeit, die uns davonläuft, die läuft leider auch uns hier davon. Wir sind am Ende angekommen. Ich fand das eine sehr spannende Runde. Wir haben einiges gelernt. Es gibt schon eine Menge Geld für den Mittelstand, aber möglicherweise wird das Geld an der falschen Stelle ausgegeben. Es gibt viele Initiativen, wie zum Beispiel Gaia-X, die sind aber vielleicht nicht weit genug. Wir brauchen Weiterbildung, mehr junge digitale Menschen in der Verwaltung. Ich glaube, wenn man hier in Berlin wohnt, kann man das nur unterstützen und beschreiben und unterstützen. Insofern also vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank auch natürlich nochmal an Herrn Altmaier und Frau Janek von Microsoft Deutschland, die uns bei diesem Format unterstützt haben. Es hat viel Spaß gemacht. Das Thema werden wir weiter verfolgen und weiter diskutieren. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Und ja, wir sind gespannt, was im Spätherbst bei der Bundestagswahl rauskommt und wie das Thema Digitalisierung da eine Rolle spielt. Vielen Dank und bis bald.